Es ist mir eine große Freude, die neuen Rheinisch-Rosshorn-Messer vorzustellen. Nach dem Beaver und nach dem Irbis, die ganz klassische Outdoor-Bushcraft-Messer sind, gibt es drei neue Messer. Und zwar die hier. Wenn du wissen willst, was das ist, was das kann und sowieso und überhaupt, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rheinisch-Rosshorn. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich aus dem wunderbaren Bushcraft-Areal auf Altulabaté. Es ist mir eine Freude, dass du mit dabei bist und dich für die neuen Messer interessierst. Bevor ich sie dir zeige, mag ich noch eine Sache klarstellen. Wir gehen hier in eine andere Richtung. Wir gehen hier absolut in eine andere Richtung und es wird weitere Outdoor-Messer geben, keine Frage. Aber jetzt wollen wir mal in einen anderen Bereich gehen und zwar in den Bereich Everyday Carry. Und im Zuge dessen haben wir eine eigene Messermarke ins Leben gerufen und zwar Knives 4. K4! Knives 4. Die Idee ist, Messer zu kreieren, zu entwickeln und dann eben auch zu verkaufen und anzubieten, die genau für ein ganz spezielles Einsatzgebiet gedacht sind. Knives 4, nämlich Knives for EDC, Knives for Bushcraft, Messer fürs Jagen, Messer fürs Bowmaking, also für einen Bogen herzustellen. Messer für ganz spezielle Einsatzgebiete herzustellen. Und da geht es uns dann nicht darum, dass das die schönsten sind und wunderbar und jedes Schnörkel und jedes Designelement, ja? Sondern es geht uns einfach nur darum, Messer zu produzieren, die großartig in der Hand liegen, die das tun, was sie tun sollen. Und das ist die Idee dahinter. Und unser erster Wurf in dieser Marke Knives 4 sind Messer für Everyday Carry, für immer dabei haben. Und da habe ich diese drei Stück für dich. Und da war unsere Idee, minimalistische, leichte Messer zu machen, die aber trotzdem maximalen Grip geben, extrem scharf sind und alltagstauglich. Nämlich abhängig davon, welche Ausprägung und welche Richtung du hast. Fangen wir an mit Nummer 1. Das ist der Stitch. Stich sozusagen. Der Rheinisch-Rosshorn Stitch. Da steht's drauf. Dieses Messer und alle Messer haben hier jetzt eine Sache, von der Klingenform sind sie etwas unterschiedlich und auch von dem Handling hier. Aber die Idee dahinter war, ein Messer zu kreieren, das minimalistisch ist, das leicht und kompakt ist. Und das ist es, mit der Takeda gescheite, zeige ich dir dann nachher, als Deckknife oder am Gürtel. In unterschiedlichsten Griffformen und Griffvarianten. Du hast hier die Möglichkeit, und das zeige ich dir dann auch, eine Wicklung aufzubringen, damit du noch mehr Grip hast. Und das ist die Idee dahinter. Ein extrem scharfes Messer, extrem klein, extrem griffig, aber du hast das einfach genial in der Hand. Du hast das genial in der Hand und zwar durch dieses Element hier. Und zwar, wir nennen das den Trigger. Dieser Trigger, den gibt es dann auch in eine andere Richtung. Da zeige ich gleich das nächste her, das ist der Hawk. Ja? Der zeigt in die andere Richtung und zwar aus dem Grund, weil ich ja hier eher Schnittbewegungen habe und dadurch die Kraft hier nach hinten geht hinein in diesen Trigger. Du hast das Messer, auch wenn das jetzt so ausschaut, das kann man nicht gut in der Hand haben, das ist unangenehm. Gerade meine Diva-Hände sind da ganz sensibel drauf. Du hast hier ein Messer, das du perfekt in der Hand hast, wirklich perfekt in der Hand hast, das aber nichts wiegt, das minimalistisch ist, das dir nicht aus der Hand fallen kann. Also hier der Hawk für das Ziehen sozusagen, Zug nach hinten. Und auch hier wäre Griffvarianten. Diese Griffvariante mit maximal nach vor, dann etwas weiter hinten oder ganz hinten. Da braucht man dann auch ein Lanyard dazu, also ein Fangriemen, das ist ganz klar. Und auch im Reverse Grip sozusagen, wenn man das so halten mag, in dieser Art und Weise kann man das Messer halten. Und beim Stich, das war jetzt der Hawk, und jetzt beim Stich eben in die andere Richtung, weil man hier, wenn man jetzt Schneidbewegungen macht oder etwas oder eben sticht, fängt man das Messer hier ab. Und auch da wieder genau über diesen Trigger genau dieselbe Methode, dieselbe Möglichkeit, das Messer perfekt in der Hand zu halten. Wir machen dann nachher auch gleich ein paar Schnitttests. Das hier ist ein Droppoint, der Stich ist ein Droppoint. Taugt mir. Fast ein bisschen Spearpoint ähnlich, wenn ich mich nicht irre. Sei es drum, ja. Sieht man eh, was es ist, ja. Dann unser Hawk, der Falke. Das ist ein Elektrikermesser sozusagen. Hier diese Biegung.
hier vorne der Schnabel, das sage ich, glaube, das heißt Hawkbill, heißt diese Klingenform, eben Elektrikermesser. Wir werden dann nachher sehen, dass das extrem schnittig ist. Ist persönlich meiner Meinung nach auch für mich zumindest, das ist mein Favorit, mein absoluter Favorit, weil er so viele Möglichkeiten hat für den Everyday Carry Bereich. Und dann, das ist die ärgste, das ist wirklich die ärgste Klingenform, und zwar den Reini Rossmann Raptor. Auch der eben durch den Zug, den man ausführen kann, hier nach vorne gegriffen. Ja, entweder als Schwammerlmesser oder sonstige Einsatzgebiete, da ist jedem das überlassen, was er in diesem Messer sehen will. Man muss nämlich nicht immer das Böseste drin sehen, vielleicht kann man ja auch was Gutes drin sehen. Das ist der Punkt, das ist unser Raptor. Auch hier wieder genau dieselbe Variante, so zu halten oder auch so zu halten, das Ganze in einer Keidegscheide. Sie sind alle in Keidegscheiden, die auch perfekt passen. Das heißt, du kannst das als Neckknife tragen. Es ist auch standardmäßig im Lieferumfang ja, eine Halskette, so eine Kugelkette mit dabei. Und dann kann man das ziehen. Also jetzt zum Beispiel bleiben wir gleich beim Raptor. Und unten ist, sitzt aber trotzdem perfekt für dieses Messer. Das muss dir gefallen, das ist klar. Also vielleicht spricht dich dieser Raptor überhaupt nicht an. Dann ist vielleicht ja, dieser Hawk etwas für dich. Oder wenn du sagst, ich brauche überhaupt kein Ziehmesser, ich möchte sowieso nur Standardmesser haben, dann in den Stitch-Bereich rein. Aber ich würde ganz einfach sagen, wir schauen es mal an, so ist man überhaupt. Beginnen wir mit dem Stitch. Den Hawk habe ich mir mit der Kugelkette schon einmal umgehängt. Der Stitch, übrigens das erste Design, den ersten Prototyp, den haben wir vom Messermacher Simon machen lassen. Da schaut das Teil noch etwas anders aus, da sind wir aber drauf gekommen, dass das nicht so ideal ist und haben daher Änderungen durchgeführt und jetzt ist es meiner Meinung nach perfekt. Ja, also es ist wirklich perfekt. Taugt mir absolut. Taugt mir absolut. Dieses Messer ist natürlich jetzt kein klassisches Outdoor-Messer. Also schau, wenn du schnitzen gehen willst, wenn du sagst, ich möchte schnitzen den ganzen Tag, ein Outdoor-Messer für Bushcraft, ja, dann wirst du ganz einfach ein anderes Messer nehmen, das einfach maximalen Grip hat. Aber dieses Messer halt mitzuhaben, denn ihr bist, das geht ja gerade noch, ja, aber den Bushcraft Beaver, den nimmt man nicht einfach so zum Spaß mit, den hat man nicht immer dabei am Körper, weil er einfach zu groß ist. Und unsere Idee war, ein Messer zu kreieren, das man wirklich immer dabei haben kann, aber trotz alledem noch immer gute Dienste leistet. Ich meine, wir haben hier D2-Stahl wieder verarbeitet. Das ist alles Stonewashed. Ja, ich zeige dir das dann nachher auch alles noch genauer. Das ist Stonewashed-Variante. Und natürlich aufgrund der weil man einfach nicht so viel Grip hat und weil man gar nicht so viel Klingenlänge hat, ist es natürlich nicht so einfach wie mit einem großen Messer. Aber das beißt einfach. Trotz alledem ist es als Schneidteufel ausgerichtet und ausgearbeitet. Und ich bin nicht unzufrieden. Also ich bin wirklich nicht unzufrieden. Also du wirst mit dem Messer trotzdem solche Schneidarbeiten machen können. Und das soll es ja auch sein. Wenn wir jetzt gleich rübergehen zum Hawk, auch der Hawk kann das. Und der Hawk ist etwas, das ist der Nachteil, ich fange mit dem Nachteil an, er ist etwas schwieriger nachzuschleifen, aber auch das zeige ich dir, nicht in diesem Video, aber es gibt ein eigenes Anleitungsvideo dazu. Billige Eigenwerbung, die Messer gibt es natürlich bei mir im Shop. Das ist ganz klar. Der Hawk, ja, und wenn du eins haben willst, würde ich echt zugreifen. Ich würde nicht warten, ich würde wirklich nicht warten. Ja, es ist momentan auch irrsinnig schwierig, Ware zu bekommen. Dieser Hawk, der ist extrem bissig und da ein Zugmesser ist, arbeite ich mit diesem Bereich hier. Das ist einfach abartig, wie dieses Ding beißt. Großartig, wirklich großartig. Natürlich, wenn ich ein reines Schnitzmesser will, ja, dann kaufe ich mir ein Opinel oder kauf dir ein Opinel, wenn du ein reines Schnitzmesser willst, ist ganz klar. Dieses Ding hier hat aber natürlich auch zum Paketaufmachen dementsprechend Zug an der Hand. Das heißt, du hast hier ein Allround-Teil mit dabei. Und wie gesagt, du kannst es entweder so greifen und ziehen und hast es so in der Hand. Oder du kannst es so ziehen und hast es so in der Hand. Oder, und jetzt kommt der nächste Punkt, zeige dir dann gleich, wenn du hier eine Wicklung aufträgst, kannst du es auch so nehmen und hast es auch so in der Hand. Beziehungsweise, wenn man es am Gürtel trägt, ich zeige dir dann noch eine weitere Variante, kannst du auch den Reverse Grip wählen und hast es so in der Hand. Ja, aber dann schauen wir es uns gleich einmal an. Ich habe jetzt hier
eine Rebschnur, Paracord, was auch immer, ist im Lieferumfang nicht enthalten. Such dir das Ganze, das hast du sicher daheim. Und da suchst du die Farbe, die dir am besten taugt. Ich nehme jetzt hier Oliv. Das heißt, ich gehe jetzt durch das vordere Loch. Das ist auch nicht ganz symmetrisch da eingebracht. Der Messermacher Simon beim ersten Entwurf, den er uns gemacht hat hier, hat er das noch schön in die Mitte reingebaut. Aber das ist nicht optimal. Warum nicht optimal? Vielleicht fürs Auge optimal, aber nicht fürs Anbringen von dieser Schnürl da. Denn das soll so weit wie möglich hinten sein, dass die Schnur auch wirklich gut liegt. Das heißt, du gehst jetzt hier einmal durch, gehst hier einmal durch und hast hier jetzt entlang sozusagen, ja, das Schnürl gelegt. Da gibt es sicher andere Methoden auch, und wenn du eine gute Methode hast, dann lass uns das gerne wissen, schreib uns da gerne einen Kommentar dazu oder mach uns ein kurzes Video oder ein Bild oder sonst irgendetwas. Das würde mir irrsinnig taugen, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Dann wickelst du dir das hier so schön in diesen Griffbereich hinein, ja, so wie du das halt haben willst. Dann gehst du gegengleich hier durch. Das ist ein bisschen, wir haben das Lanyard-Loch groß genug gemacht, dass da auf jeden Fall zwei Paracords durchpassen, aber trotz alledem, es ist halt nicht so gemacht, dass man von der Weite durchwerfen kann, also man muss sich da schon ein bisschen anstrengen, und schau, und dann sind wir schon mit dabei, und jetzt kann man hier hinten entweder einen normalen Knoten reinmachen, oder du flechtest dir dann auch etwas Längeres auf. Das mache ich jetzt alles nicht, das ist jetzt egal, um das geht es ja da jetzt nicht, kann auch noch länger sein. Und dann habe ich hier hinten auch maximalen Grip, das bedeutet, ich kann aus diesem Messer, wenn ich sage, ich will mehr Grip haben, auch mehr Grip machen, und das geht natürlich beim Stitch, ja, beim Reini Rossmann Stitch genauso, wie es natürlich auch beim Raptor funktioniert. Es hat, alle Messer haben diese Funktionalität und diese Möglichkeit. Und jetzt kann ich da eines sagen, wenn dir das eben wichtig ist, jetzt hat das Ding wirklich maximalen Grip. Wirklich maximalen Grip. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich da noch was reinflechte, was ich jetzt nicht machen werde, ich bin ein urschlechter Flechter, muss ich da gleich einmal dazu sagen. Da bin ich urschlecht drin, da muss ich mich extrem konzentrieren. Liegt wahrscheinlich an meiner Legasthenie. An meiner Legasthenie. Die ist einfach so. Aber nicht jeder ist perfekt. Nicht jeder ist perfekt. Ich bin nicht perfekt. Vielleicht du, aber ich nicht. So. Auf jeden Fall, wenn du das jetzt hier länger machst, ja, dann hast du auch hier hinten noch mit dem Lanyard noch dementsprechend was in der Hand und hast da hinten auch noch Grip, also für solche Handhabungen hier. Das musst du ausprobieren, ob dir das taugt. Ich kann dir nur sagen, du kriegst jetzt hier bei den Fingern so viel, es ist einfach, also wenn man jetzt sagt, man will ein minimalistisches Messer haben, ja, ein minimalistisches, da kriegst du nicht raus, es ist so früh noch, ja, es ist ja erst 8.20 Uhr. Ein minimalistisches Messer willst du haben, ja, aber trotzdem maximalen Grip, dann bist du mit dieser Variante gut aufgehoben. Im Standardlieferumfang kriegst du das Messer, eine Scheide, eine Kaidex-Scheide, eine passende und eine Kugelkette. Aber wir haben uns noch was überlegt, und zwar für alle Messer gilt das. Du kannst, und die gibt es natürlich auch bei uns im Shop, ein Uticlip 2.2, wir verlinken dir das auch alles, anbringen. Und dann kannst du das Messer, zum Beispiel jetzt hier den Raptor, aber geht beim Stitch und beim Hawk genauso, sind die dazugehörigen Löcher hier vorgesehen, das geht sich alles genau aus, kannst du jetzt für Links- und Rechtshänder gleichermaßen dieses Teil hier mit anbringen. Und da kann ich da gleich eines sagen, ich habe es ja schon ausprobiert. Das ist für Concealed Carry, oder heißt das so? Verdecktes Tragen, also für alle Verdeckt-Tragemesser-Fetischisten eine Möglichkeit. Also ich als Rechtshänder gebe es natürlich auch rechts. Ich habe das jetzt hier zwischen Gürtel und Hosenbund mit dem Uticlip angebracht. Das Messer, hier jetzt der Raptor, aber das, wie gesagt, es geht beim Stitch und beim Hock genauso, liegt ganz eng am Körper an. Jetzt sind da bei mir zwar so Rettungsringe drauf, aber wenn du schlank und rank bist, ja, dann sind diese Rettungsringe nicht dabei. Dann ist es noch besser. Also das Messer, das ist einfach ganz flach am Körper anliegend. Das sieht man im Endeffekt überhaupt nicht. Aber du hast trotz alledem hier über diese Trageweise sofortigen Zugriff auf das Messer. Wie gesagt, mit allen Grip-Varianten. Du kannst das auch umbauen, dass du einen Reverse-Grip zur Verfügung hast. Also zum Tragen ist dieser Uticlip großartig. Und wir haben uns noch etwas einfallen lassen. Und zwar besonders für den Stitch und für den Hawk ist das interessant. Und zwar das hier. Auch das kriegst du jetzt von uns in K4 Knives 4 Variante sozusagen. Das hier ist ein Kunststoffriemen. Da ist auch ein Schrauber mit dabei, also ein
eine Schraube und eine Mutter sozusagen. Du kannst dir hier zum Beispiel an der Position und angepasst an deinen Gürtel diese Schlaufe anbringen. Die wird hier unten montiert, zeige ich dir dann nachher auch gleich. Kannst du einstellen auf deinen Gürtel, auf die Länge, weil vielleicht hast du etwas breiteres oder etwas schmäleres, kannst du die anpassen, auch von der Trageweise her. Also du kannst, damit man eben diese Scout-Trageweise, diese schräge Trageweise zusammen machen kann. Ja, setzt du dir das an oder wenn die Schlaufe etwas länger sein soll, weil der Gürtel länger ist, dann lässt du das weiter hinausstellen. Das lässt sich nämlich über diese Löcher, die wir hier vorgesehen haben, genauso einstellen, wie du das brauchst. Dann wird angemacht und dann kannst du es seitlich tragen. Ich bin der Meinung, dass das für Stitch und Hawk eine wirklich ideale Lösung ist, um es eben im Scout, also so in dieser schrägen Variante, zu tragen. Du nimmst diesen Riemen, im Lieferumfang ist auch eine Mutter, ich weiß nicht, wie das heißt, und die dazugehörige passende Schraube und setzt dir das jetzt an, so wie du das brauchst. Du kannst dir auch zwei kaufen und kannst zwei Riemen verarbeiten, was nicht unbedingt notwendig ist. Jetzt suchst du dir aus, wie breit das Ganze sein muss. Aber das kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil ich nicht weiß, wie breit dein Gürtel ist. Mein Gürtel, das ist ein Tatonka-Gürtel, der ist nicht recht breit. Ich bin breit, aber nicht mein Gürtel. Jetzt ziehst du das hier unten durch und stellst du das, wie gesagt, in der Größe ein, in der du das gerne haben willst. Schraubst du das Teil dann hier an. So, jetzt sitzt das hier und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder schneidest du dir die Teile hier jetzt an der Stelle ab und sagst, ich werde das sowieso nur für diesen Gürtel so in die Art und Weise tragen. Ist total okay, kannst du machen. Oder du gabst das Ganze hier jetzt um und sagst, in Ordnung, dann schraufe ich jetzt noch einmal auf, um dir das noch einmal zu zeigen. Und zwar gabst du es gleich von vornherein um. Aber da probierst du natürlich jetzt noch vorher. Ne? Du hast das noch vorher am Gürtel gepackt und geschaut, ja, passt das jetzt, geht sich das aus. Und gabst das um. Und das machst du natürlich auf beiden Seiten. Und baust jetzt sozusagen dieses Ding hier nach oben und dann ist es bündig abgeschlossen und dann schaut es auch gut aus. Oder wenn du sagst, ja, brauche ich eh nie, ja, geht mal am Wecker, mache ich jetzt nicht, dann kannst du es natürlich auch abschneiden. Du hast ja dann auch ein dazugehöriges Messer, um das zu tun. So, ich habe es jetzt seitlich montiert, eben diese Scout-Trageweise. Könnte ich jetzt auch andersrum machen oder nach hinten zeigen lassen. Ich habe jetzt diese Reverse-Grip-Variante gewählt. Das hängt jetzt hier über diesen Bügel. Du kannst auch einen zweiten kaufen, und weil es bewegt sich dadurch natürlich etwas. Wenn du jetzt zwei Bügel hast, dann sitzt das bombenfest, dann hast du es genau in dieser Position. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, eben Reverse Grip gemacht, könnte man aber auch anders machen, ganz klar. Und das ist für diese Trageweise ideal. Was mir zum Beispiel total taugt, das ist bei diesem Hawk, diese Klingenform, diese Hawk-Bill oder Bill-Hawk-Klinge, dass man, eigentlich habe ich mir immer gedacht, das kann ich doch für nichts brauchen, im Outdoor-Bereich zum Beispiel. Und ich kann dir nur eines sagen, ich wäre da etwas, ja, vorsichtiger. Ich zeige dir dann noch einmal was. Ich habe es ausprobiert und ich bin positiv überrascht von den Möglichkeiten. Also ist klar, dass das jetzt keine Betoning-Messer sind, ist klar, auch wenn sie Full-Tank sind, aber was soll das, ja, was soll das, ja. Aber natürlich würde es gehen. Aber wenn du jetzt zu dir herziehst, ich kenne das von den, wie heißt es noch einmal, diese Tracker-Messer, schau mal her, du kannst, wenn du es zu dir herziehst, das Messer, sehr einfach, ohne dass du ein großer Profi sein musst, das geht nämlich wirklich sehr einfach, schöne Locken abziehen, das ist dieser Klingelform geschuldet. Also, man kann das mögen oder nicht, dieses Zugmesser, ja, diese Zugvariante, aber ich finde, dass sich die Locken sehen lassen können und das ist, geht ohne großen Aufwand. Das bedeutet, du brauchst nur eine scharfe Kante und ziehst dann das Messer zu dir her. Das heißt, auch solche Outdoor-Arbeiten, die wir immer wieder mal beim Bushcraften oder beim Survival-Training haben, sind mit dem Messer ohne weiteres möglich. Dass das natürlich beim Stitch geht, das ist klar, dass das beim Raptor nicht geht, das ist auch klar. Aber daher ist ja das hier, in Wahrheit, ich gebe es zu, das ist mein Favorit. Der Hawk ist mein absoluter Favorit. Und wir wollen natürlich mit dem Stitch das Ganze auch ausprobieren. Und ich kann dir sagen, das Einzige, was diese Messer nicht können, ist der Power Cut.
Der reine Russmann Power Cut, den kannst du nicht machen, außer du stehst drauf, dass du dir den Trigger in die Handinnenfläche reinstößt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die wenigsten Leute mögen. Und die Leute, die das mögen, sind wahrscheinlich nicht auf meinem Kanal unterwegs. Da gibt es dann andere einschlägige Kanäle, denke ich. Ja? So, das geht natürlich auch alles. Dir muss natürlich klar sein, dass du mit diesem Messer, dass es ist nicht dasselbe, wie wenn du mit einem Messer arbeitest, das einen richtigen Griff hat, ja, wie zum Beispiel das Irbis oder den Biber. Aber was ich damit zeigen will, es geht natürlich. Jetzt müssen wir uns den Raptor auch einmal anschauen. Und beim Raptor ist halt ganz einfach das Problem, der ist nur einseitig angeschliffen. Also das ist nur, da ist er komplett flach und auf der anderen Seite ist er angeschliffen. Das bedeutet, also wenn du jetzt solche Sachen hier machen willst, also das geht einfach nicht. Schau mal her, das reißt einfach massiv auf. Ja? Das reißt nur massiv auf, das ist nichts. Also da feine Locken zu machen, das ist einfach, der ist höllescharf, wie du siehst. Ja? Also der ist wirklich höllescharf. Aber der reißt richtig aus, der ist einfach von der Klingengeometrie nicht dafür gemacht. Ja? Aber Zug hast du perfekten, logischerweise aufgrund dieses Triggers hier, ja? Perfekten Zug. Ja? Aber ich meine, Schwammelmesser als Beispiel, ne? Wird mir jetzt gleich einmal einfallen. Ob du das auch so siehst, das musst natürlich du entscheiden. Aber von der Idee her, also das Ding reißt einfach so richtige fette Stücke raus. Also, das hier ist outdoormäßig nur bedingt einsetzbar, muss man einfach so sagen. Und wir wollen uns natürlich auch die Feuerstahlbedienung anschauen. Also Raptor kann das gar nicht. Da haben wir nichts vorgesehen. Da sind alle Kanten so gebrochen, dass es keine scharfe Kante gibt. Das geht einfach nicht. So, der Stitch ist hier auch gebrochen. Nur ganz vorne an der Klingenspitze haben wir vom Hersteller ein bisschen was machen lassen. Ich kann dir aber gleich eines sagen. Das funktioniert, ja, aber das ist nicht perfekt. Das ist wirklich nicht perfekt. Ist einfach so. Es funktioniert, aber es ist nicht perfekt. Da gibt es bessere Messeroptionen. Das heißt, du siehst eh, kann man machen, aber ja. Stonewashed übrigens, alles stonewashed, ja. Und beim Hawk ist es auch, da hier ist komplett die Kante gebrochen, aber da vorne, wo dann eben dieser Schnabelansatz ist, da ist auch scharf und du siehst, es geht ein bisschen, aber das war kein Anspruch. Also das hier ist, wie soll ich sagen, es geht, ja, hast du gesehen, zur Not, ja. Aber es ist nicht optimal dafür gemacht. Das muss man einfach einmal so festhalten. Beim Stitch geht es noch am besten. Ja. Ist auch klar. Aber Raptor brauchen wir gar nicht probieren. Geht überhaupt nicht. Also das ist ganz einfach der Punkt, dass das klassische EDC-Messer sind, die natürlich auch im urbanen Bereich ihre Berechtigung haben. Und da haben wir jetzt nicht den absoluten Fokus drauf gelegt, dass die Feuerstahlbedienung funktionieren muss. Nämlich auch, dass wir wieder zu dieser Knives for Philosophie, die wir hier haben. Wir sagen, pass auf, wenn das ein Bushcraft-Messer ist oder ein Outdoor-Survival-Messer, dann muss die Feuerstahlbedienung funktionieren. Dann ist es so. Dann wollen wir das. Wenn das aber ein Everyday-Carry-Messer ist, das ich ganz einfach so mit dabei haben kann, ob jetzt als Neckknife oder am Gürtel, über unsere Schlaufe oder über den Ulti-Clip, was ich mit dem Raptor absolut perfekt finde, dann müssen die nicht Feuerstahlbedienung können und kennen. Ja, kennen vielleicht schon, ja, aber nicht unbedingt können. So einfach von der Idee her, einfach von der Philosophie. Ja, D2-Stahl, weil die Frage sicher, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, D2-Stahl und eine Härte von 60 HRCCCR XYZ, so, du weißt ja, diese Härte, Grad und so weiter, und reicht meiner Meinung nach auch. Du hast auch die Möglichkeit, neben diesem Gurt hier, das ist extra Zubehör, geben wir dir auch einen Karabinerhaken mit dabei. Kannst du hier einhaken, geht sich genau aus. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn du es bei einer Tasche anhängen willst, ja, im Molle-System zum Beispiel oder hier am Gurt oder so einhängen magst, das Messer. Wichtig dabei ist natürlich, das ist als Neckknife ausgeführt, das ist ganz klar, sitzt auch,
Aber ein Eckknife hat halt immer, egal ob es über Kugelkette oder über einen Karabinerhaken, das Risiko, dass du aus irgendeinem Grund hängen bleibst und das Messer sich rausziehen könnte. Ja? Also das, da muss schon einiges an Druck drauf kommen, aber es ist nicht undenkbar. Und eine weitere Variante ist natürlich, dass du jetzt sagst, okay, ich habe es am Rucksack und möchte am Rucksack das zum Beispiel in einem Molle-System oder in hier irgendeinem anderen Streifen montieren, um das sozusagen auf die Art und Weise zu tragen. Auch das ist natürlich möglich. Dass diese Messer ja, so im urbanen Bereich Allrounder sein sollen. Ja? Ja? Zum Beispiel hier jetzt, wie gesagt, eigentlich ein Elektrikermesser von der Idee her. Ja? Da gibt es, ich glaube, die Firma heißt Milwaukee. Ja? Milwaukee Elektrikermesser. Genau diese Klingenform, die haben wir uns im Endeffekt hier abgeschaut. Also das Ding schneidet einfach. Ja? Zugmesser. Der Raptor, das kann ich da gleich sagen, wird im Ergebnis des Schnitttests natürlich, das schneidet überhaupt nicht. Das reißt einfach. Ja, das reißt einfach. Der ist zwar extrem scharf, wenn du ihn in der Hand halten wirst, wenn du einen haben willst, billige Eigenwerbung kriegst du natürlich bei mir im Shop, ist ganz klar. Wenn du den in der Hand hast, dann wirst du merken, dass der scharf ist. Aber der reißt einfach, ja, der reißt einfach, das reißt einfach, ist eine andere Idee. Wir haben übrigens, ich habe damit Pakete aufgemacht, also du gehst, da sind solche Bänder, solche Gurte, was die bei uns im Lager immer da drauf geben, in rosa teilweise, oder in schwarz oder in weiß oder was auch immer, auf jeden Fall, du gehst dann hinein und reißt das auf, das geht natürlich super, das ist klar, aber die Semmel aufschneiden damit, ich weiß nicht, glaube ich, ist nicht so der Fall. Und jetzt noch das letzte Blatt Papier, das ich habe für den Stitch. Wie gesagt, hier ist der Trigger nach hinten gerichtet, weil er eben der Stich ist, weil hier eben auch nach vorne Druck ausgeübt werden könnte. Und daher haben wir den Trigger in die andere Richtung gemacht. Und der zum Beispiel, ja, ist ein Schneider. Also kein Schneider, sondern ein Schneider. Ja? Es ist, und du wirst es sehen, wenn du eines dieser Messer checkst, dass viele am Anfang sich denken, das kann man doch mit diesem Trigger, das kann doch nicht funktionieren, da kann man doch das Messer nicht gut halten können. Aber du gibst das zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hinein, in dieser Halteposition, und du hast es fix genial in der Hand. Wir haben das so dünn wie möglich ausgeführt, diesen Trigger, damit er zwischen Ringfinger und Mittelfinger noch genügend Material bietet, dass man das hier gut halten kann. Wie gesagt, damit man das wirklich hier gut halten kann. Auf der anderen Seite ist es nicht so fett, ist, dass du die Finger so auseinander drückst, dass du dann nach einiger Zeit sagst, ich kann meine Finger nicht mehr bewegen. Also das ist, wir haben hier einige Prototypen, einige Dinge ausprobiert und mag mich da auch bedanken an die Claudia, die immer wieder die Zeichnungen macht im CAD und so weiter. Die hat da einiges aushalten müssen, weil der Reini die ganze Zeit gesagt hat, und dann noch einmal ein bisschen und hier noch ein bisschen was und dann noch ein bisschen was und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Aber jetzt ist er zufrieden, der Reini, ja. Und daher gibt es dieses Ding jetzt auch zu kaufen bei uns im Shop. Ich gebe da den Link hier unterhalb. Wenn du eines dieser Teile haben willst oder alle drei oder was auch immer und den Ulti-Clip und unser Tragesystem mit diesen Riemen, dann würde ich, und das sage ich jetzt nicht um schnell kaufen, sondern ich würde, wenn du es willst, das jetzt tun, ich würde nicht warten, denn wir wissen nicht, wann wir wieder Ware kriegen. Es ist momentan so schwierig, an Ware zu kommen. Auch die Wartezeit, wir arbeiten seit letzten Sommer daran, bis wir die Dinger jetzt endlich da haben, das ist absolut abartig. Das heißt, wenn du eins haben willst, dann würde ich wirklich ernsthaft jetzt zuschlagen und nicht warten und sagen, ich mache das irgendwann einmal, weil wer weiß, was irgendwann einmal ist. Das war's. Stitch! Hawk und Raptor. Und wie gesagt, ich kann nur eines sagen, ich bin von dem Hawk wirklich positiv überrascht, von dieser Klingenform. Die ist nämlich auch für den Outdoor-Bereich besser, als man denkt. Aber entscheid du ganz einfach. Und jetzt schreib mal einen Kommentar. Mag dir darum bitten.
Was hältst du von dem Messer? Glaubst du, dass dieser Triggermechanismus hier, dass das funktionieren kann oder dass das unangenehm in der Hand liegt? Welches dieser Messer taugt da am meisten und welches taugt da überhaupt nicht? Wie siehst du das? Gib mir einen Daumen nach oben oder auch gern nach unten. Komm in meinen Shop vorbei, wenn dich das interessiert, und hol dir eines dieser Messer. Oder auch den hier, den Beaver. Oder den Irbis, ganz wie du magst. Dein Reini Rossmann. Danke an alle, die hier mitgearbeitet haben. Großartige Arbeit. Bis bald und ciao, ciao.